Eigentlich müsste man nur dieses Papier auch hernehmen. Wir waren ja schon beim Formulieren von Gesetzestexten. Es ist ein Entwurf, der vorliegend ist. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man gerade bei solchen Angelegenheiten intensiv diskutiert. Wenn man die Sicherungshaft wirklich will, dann geht das nur mit einer Verfassungsänderung. Das werden jetzt die Gespräche ergeben, was gewünscht wird. Es liegen Unterlagen, wie bereits erwähnt, am Tisch. Und ob diese einfließen oder nicht einfließen, das werden die Diskussionen zeigen. Also die Verfassungskonformität, wenn man diesen Begriff ernst nimmt, die kann man nur dadurch herstellen, dass man unsere Verfassung so ändert, dass das dann auch tatsächlich konform ist. Anders geht es nicht. Und es wird sich zeigen anhand der Gespräche, ob es jetzt umgesetzt wird oder nicht umgesetzt wird. Auf zur Tat. Also ich bin nicht in der Kompetenz, in dem Fall da eben mitzuwirken, aber ich wünsche bei den weiteren Arbeiten alles Gute. Danke. Danke. Bitte schön. Hallo.